Hallo und willkommen zu Frank am Freitag. Verdutzt. Wie schaut jemand, der verdutzt ist? Mein Kollege und ich, wir konnten das vor kurzem erleben, als wir in einem vermeintlich guten Restaurant abends zum Essen waren. Und da geschah Folgendes: Also wir haben überproportional lange auf unser Essen gewartet. Das Essen war dann auch nicht so, wie wir es erwartet haben. Es war auch von der Temperatur her fragwürdig kühl. Und hätten wir uns nicht regelmäßig, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, immer wieder in die Sichtfelder des Servicepersonals geschmissen, wären wir möglicherweise an diesem Abend beide verdurstet. Also alles in allem ein gut gemeintes Mangelhaft. Als wir dann das Restaurant verließen und wir am Restaurantmanager, der am Eingang stand und die Gäste begrüßt und verabschiedet hat, als wir dann die Worte von ihm hörten, besuchen Sie uns bald wieder, schauten mein Kollege und ich uns kurz an und daraufhin sagte ich freundlich zu diesem Restaurantmanager: Warum genau? Und da war er verdutzt und diesen Gesichtsausdruck werde ich auch so schnell nicht wieder vergessen. Und er fragte dann: Wie meinen Sie das? Und daraufhin sagte ich: Ja, was sind die Gründe? Warum sollen wir wiederkommen? Weil wir hier sehr, sehr lange auf unser Essen gewartet haben, weil das Essen überhaupt nicht das war, was wir uns vorgestellt haben, weil es auch stark untertemperiert war, weil wir unsere Getränke hart erkämpfen mussten. Ich sage: Vielleicht haben wir was übersehen. Was sind die Gründe? Warum glauben Sie, sollen wir wiederkommen? Und daraus ergab sich ein wirklich sehr, sehr angenehmes Gespräch und wir werden auch nochmal hingehen und ich bin mir sicher, dass der Herr Mustermann mit seinem Servicepersonal mal über dieses Erlebte von uns spricht und dann die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und ich freue mich darauf, wenn ich in 2, 3 Wochen nochmal dort bin, was konkret hat sich verändert. Also, Message ist: Was erleben Menschen, wenn sie euch begegnen? Wie emotional ist das Ganze aufgebaut? Wie fokussiert seid ihr auf den anderen? Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, auch immer wieder draußen die Augen aufzuhalten, weil da draußen wird uns unglaublich häufig vorgemacht, wie es nicht optimal ist. Und wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dann können wir auch genau an diesem Erlebten immer wieder wachsen. Ich wünsche euch alles Gute. Und schau bis nächste Woche Freitag. Und nicht vergessen, der Polarcast ist on. Ja, ich werde den Link nochmal dabei stellen. Ihr könnt den abonnieren und bekommt alle 14 Tage was auf die Ohren. Ciao, bis nächste Woche Freitag, euer Frank.